Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein sehr spontanes Video, denn ich habe mir gerade überlegt, dass ich jetzt endgültig wissen muss, in welchem Hogwarts-Haus ich richtig bin. Viele von euch wissen ja, dass ich mich mit Ravenclaw identifiziere. Ich habe aber den Pottermore-Test schon dreimal gemacht. Einmal war ich Gryffindor, einmal Hufflepuff und einmal Ravenclaw. Gryffindor können wir definitiv ausschließen, das war einfach ein Unfall. Aber zwischen Hufflepuff und Ravenclaw würde sich auf jeden Fall ein bisschen battlen. Und deswegen brauche ich jetzt die entscheidende Entscheidung und die werde ich heute fällen und ihr seid live dabei. Ich filme das Ganze, damit ich nicht drumherum komme und es nicht leugnen kann. Deshalb ja, seid jetzt dabei, falls ihr den Test auch machen wollt. Ich verlinke euch das in der Infobox und ich würde sagen, wir starten einfach direkt mal in das Erlebnis rein. Ich kann euch nicht immer alles perfekt übersetzen, dafür ist mein Englisch einfach nicht gut genug, aber ich übersetze euch zumindest meine Antwort und das kann ich nämlich. Die erste Frage ist auf jeden Fall Wald oder Fluss und ich werde mich auf jeden Fall für den Fluss entscheiden, weil ich Angst vor dem Wald habe, weil Wälder sind dunkel und gruselig. Und dann wird gefragt, welches Instrument meine Ohren am meisten bevorzugen. Die Geige oder Violine, die Trompete. Das Klavier oder das Schlagzeug. Und da muss ich auf jeden Fall das Klavier auswählen. Ich liebe Klaviergespiele. Okay, bei dieser Frage geht es darum, dass ein Troll in dem Schulleiterbüro von Hogwarts ist und versucht gerade alles zu zerstören. Ich kann ein paar sehr wichtige Sachen retten und in welcher Reihenfolge ich es retten würde. Und zur Auswahl gibt es ein Heilmittel für Drachenpocken, heißt es glaube ich. Dann ein Archiv für die Schüler, also welche Schüler in 1000 Jahren dort zur Schule gegangen sind. Und ein Buch, was handgeschrieben wurde mit merkwürdigen Runen drin. Ich glaube, ich würde direkt diese Auswahlmöglichkeit hier nehmen. Die sind jetzt halt hier immer nur in anderen Reihenfolgen. Weil ich Heilmittel sehr wichtig finde und Drachenpocken ist nicht sehr angenehm. Deswegen wähle ich das aus. Ein Muggel konfrontiert dich damit, dass du ein Zauberer oder eine Hexe bist. Was tust du? Ihn fragen, warum er das denkt. Ihm zustimmen und ihn fragen, ob er gerne ein... Was heißt nochmal Jinx? Ich glaube Zauberspruch oder sowas. Möchte, würde ich definitiv nicht tun, weil ich würde nicht zustimmen. Ihm zustimmen und einfach davonlaufen und ihn einfach sich wundern lassen, ob ich jetzt gelogen habe oder nicht. Oder ihm sagen, dass man darüber beunruhigt ist, ob er ganz klar im Kopf ist und ihm anbieten, ob man einen Arzt rufen soll. Und ich glaube, das wäre das, was ich machen würde. Wenn du nach Hogwarts gehen würdest, welches Haustür würdest du mit dir nehmen? Oh mein Gott, das ist genau meine Frage. Okay, eine Tabby Cat, eine siamesische Cat, eine Ginger Cat, Black Cat, White Cat, Tawny Owl, Owl, Screech Owl, Brown Owl, Snowy Owl, Barn Owl, Common Toad, Natterjack Toad. Toads sind Kröten, ne? Ja. Hallo Queen Toad, 3D. Okay, eine Kröte würde ich definitiv nicht mitnehmen, das steht schon mal fest. Ich glaube, ich würde auf jeden Fall eine Katze mitnehmen, weil ich liebe Katzen einfach. Und ich liebe so rote Katzen, obwohl Tabby Cats sind auch so. Tabby sind, glaube ich, die mit den Punkten drauf, ne? Ja, ich glaube schon. Deswegen nehme ich jetzt auch, oder nehme ich, nee, ich nehme eine Ginger Cat. Ja, ich nehme Ginger. nachdem du gestorben bist, was möchtest du, wie die Leute sich an dich erinnern, wenn die deinen Namen hören? Wow, das war ein sehr gutes Deutsch. Dich vermissen, aber dabei lächeln. Nach den Geschichten von dir fragen über deine Abenteuer. An das denken, was du in deinem Leben erreicht hast und dieses Wertschätzen. Ich weiß gerade nicht, wie ich es anders übersetzen soll. Und mir ist es egal, was Leute über mich denken, nachdem ich gestorben bin. Es ist das, was zählt, wenn ich lebe und nicht das, wenn ich tot bin, was sie von mir denken. Wow. Ich würde auf jeden Fall wählen... Ich weiß nicht genau, was ich nehmen soll. Entweder Miss You But Smile, aber das ist so Lash, weil ich möchte nicht, dass jemand so denkt, so... Die Nina. Sondern, dass man schon ein bisschen mehr dahinter hat. Deswegen nehme ich Think With Admiration of Your Achievements. Worauf freust du dich am meisten... in Hogwarts zu lernen. Apparieren und disapparieren.
Transfiguration, turning one object into another one. Also ein Objekt in ein anderes zu verwandeln. Auf einem Besen zu reiten. Oh mein Gott. Also fliegen. Zaubersprüche? Heißt das, glaube ich. Alles über magische Kreaturen und wie man sich um die kümmert. Geheimnisse über das Schloss. Und jedes mögliche Abteil von Magie, die es nur gibt. Meine Übersetzung war mal wieder großartig. Ich glaube, ich würde mich am meisten über die... Also mich würden am meisten die Kreaturen interessieren, einfach weil ich Tiere liebe und mich das total interessiert. Deswegen nehme ich das jetzt. Black or White? Oh. Momentan weiß. Ja, ich bin momentan so im Weißfieber. Oh mein Gott! Ich wusste es! Ich wusste es! Was soll ich dem Malte denn jetzt sagen? Er zieht mich immer damit auf, dass ich ein Hufflepuff bin. Und ich sage immer, nein, ich bin Ravenclaw. Ich meine, in meinem Herzen wusste ich da schon immer, dass ich ein Hufflepuff war. Und ich bin auch eigentlich stolz drauf, ein Hufflepuff zu sein, weil Hufflepuffs sind nett und sind cool und sind loyal. Und das ist das, was mir auch wichtig auf dieser Welt ist. Aber ich fand Ravenclaw immer so cool. Also versteht mich gerade nicht falsch, ich bin nicht enttäuscht, Hufflepuff zu sein. Aber jetzt hat Malte recht gehabt. Er hat immer gesagt, nein, im Herzen bist du ein Hufflepuff und ich wollte es nicht wahrhaben. Naja, jetzt muss ich mich wohl damit abfinden. Ihr wart live dabei, ihr habt es live gesehen. Ich bin in meiner Mottowoche als Ravenclaw-Schüler gegangen. Jetzt bin ich doch nicht mehr authentisch. Naja, immerhin habe ich noch nicht mehr Harry Potter-Merch im Ravenclaw-Haus-Stil gekauft. Deswegen, ja, kann ich ja jetzt loslegen. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Vergesst nicht, den Test zu machen. Wenn ihr den Test gemacht habt, schreibt mir in die Kommentare, was ihr für ein Haus seid. Und schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wenn ihr auch Hufflepuff seid. Hufflepuff Pride. Ja, ich bin stolz drauf, ein Hufflepuff zu sein. Jetzt habe ich es schwarz auf weiß. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Da seht ihr es. Malte geschrieben, dass ich ein Hufflepuff bin. Hat er gesagt, sag ich doch. Er hat den Test übrigens auch mal gemacht und er ist ein Ravenclaw. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass er eigentlich ein Slytherin ist. Naja.